Hallo zur zweiten Episode von Mitgespielt. Ich spiele The King of Shreds and Patches. Mitgespielt deswegen, weil mir Gunnar Lott und Christian Schmidt vom Stay Forever Podcast hier quasi die Vorgabe liefern. Die beiden spielen das nämlich in ihrer Serie Stay Forever spielt. Und ich habe mir vorgenommen, einfach meine eigene Spielerfahrung zu sammeln und das dann immer mit deren Spielerfahrung zu vergleichen. Meine letzte Spielsitzung waren so ein bisschen mehr als 2 Stunden, so 2,20 irgendwie sowas. Und ich dachte, im Video kommt es wesentlich kürzer, weil viel meiner Zeit ja auch immer mit Kartenzeichnen und so weiter drauf geht. Ja, aber dem war nicht so. Wurde dann doch ein 1,5-Stunden-Video, wie ich hinterher so ein bisschen erschrocken festgestellt habe. Und noch viel erschrockener war ich, als ich dann mir die Episode von Stay Forever spielt angehört habe und da schon nach 20 Minuten Bericht, also ungefähr 40 Minuten Laufzeit von dieser Podcast-Folge, festgestellt habe, dass das ja schon mein Spielstand war, weil ich mehr oder weniger nur diesen Tutorial-Abschnitt, den mir das Spiel bietet, mit durchgegangen bin bis zum ersten Rätsel. So, und da ich mich nicht selber spoilern wollte, habe ich da gar nicht weiter angehört, sondern habe da einfach pausiert und bin jetzt ganz begierig darauf weiterzuspielen, um zu gucken, wie das Spiel weitergeht. So, jetzt deswegen schalte ich jetzt einfach mal hier um ins Spiel. Ich habe meinen Spielstand schon geladen. Bin in John Crafts Backyard. Ich kann hier einmal mit Look mich umsehen. Ja, Tiny Spares of Bare Dirt. Framed by Croft's house to the north and a high fence on the other three sides. Surprisingly, a small, disrupted looking tree has managed to straggle out of the hard ground. The back door of the house is to the north. The back gate to the south. Also, wir sind ja beim letzten Mal an der Vordertür angekommen, haben da geklopft, niemand hat aufgemacht. Das Haus sah aber auch ziemlich ja, verlassen und leer aus, auch wenn Winter ist. Kein Rauch aus dem Schornstein, kein Licht hinter den Fenstern. Und haben uns da schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil wir sind ja aufgrund einer Einladung hier. Dann haben wir uns zwischen zwei Häusern, die so eine ganz schmale Gasse bilden, durchgequetscht. Sind an der rückwärtigen Seite des Hauses dann angekommen und haben festgestellt, dort gibt es so einen alten Riegel, den man dann entsprechend nicht bewegen konnte. Also musste ich den mit meinem Gehstock aufhebeln. Und so kamen wir dann in diesen Hinterhof, in den Backyard. Ich habe meine Karte zwischenzeitlich auch ein bisschen überarbeitet. Ein bisschen mehr Platz gelassen, auch wenn ich jetzt schon ziemlich sicher bin, dass mein Platz hier also das ist der Bereich hier, wo es jetzt, wo wir spielen werden, weil das ist die Stony Street vor dem Haus. Ups. Das ist der Backyard, wo wir aktuell sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier das Haus noch ein paar weitere Räume hat. Aber das ist ja die Besonderheit von Interactive Fiction, von Text Adventuren, dass die Räume nicht immer exakt gleich groß sein müssen, sondern das Ganze von der Beschreibung lebt. Also auch diese Karte wird nochmal eine Überarbeitung erfahren müssen. Das ist immer so ein Teil des Spaßes am Text-Adventure-Spielen. Aber okay. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Spiel. Wir wollen ja immer noch ins Haus und the back door of the house is to the north, sagt uns das Spiel. Also gehen wir doch einfach mal nach north. The door is locked and you lack the correct key. Okay. Push door. It is fixed in place. Also drücken kann ich sie nicht. Kann ich sie wegziehen? Pull door. It is fixed in place. Okay. Knock door. Mal dran klopfen. Your fists thud against the door, ringing from within only a futile echo. Das ist das gleiche, wie wir schon mal hatten. Also nur so ein schales Echo, wenn man dagegen klopft. Hit door, mal dagegen treten. Your blues dent the door not at all. Also ich mach nicht mal irgendwie eine Beule rein. Eine Delle. Mal Beule nach außen, Delle nach innen. Und ich habe ja geschlagen. Kick door, einfach mal reintreten. Wenn das einer mit meiner Haustür macht. Okay.
Okay, hilft alles nichts. Haben wir was im Inventar, was uns helfen könnte? Walking Stick, Handwritten Note, Printword Key funktioniert natürlich nur für meine Druckerei und Pennies. Okay. Pull Door with Stick. Hat schon mit der Rückseite funktioniert, aber hier funktioniert es nicht. That doesn't make sense. Okay. Was gibt es denn hier sonst noch? A tiny square of bare dirt, framed by Croft's house to the north and a high fence on the other three sides. Ich hoffe mal nicht, dass ich auf den Zaun steigen muss. Surprisingly, a small decrepit-looking tree has managed to straggle out of the hard ground. The back door of the house is to the north. The back gate to the south. Okay, das kann doch bloß bedeuten, dass der Tree, wahrscheinlich muss man da hochklettern. Trees are quite an unusual sight in London, but here you are. You suspect that this example must date from an earlier, better time. Okay. At least for green things. And that a house and yard were built around it in an unusual act of compassion. Indeed, the tree is rather awkwardly placed, standing almost directly before the back door. It isn't large or even terribly healthy looking, but seems fairly sturdy. Several thick branches even still remain, albeit completely denuded by the English winter. Also, Bäume sind hier etwas unüblich, weil es ja doch schon immerhin mitten in London und man vermutet oder ich vermute, dass dieser Baum wohl aus früheren besseren Zeiten stammen muss. Aus besseren Zeiten zumindest für grüne Dinge. Schön. So, das Haus bzw. das ganze Grundstück muss drumherum gebaut worden sein in so ein unusual act of compassion, so einen untypischen Anfall von Leidenschaft. Okay. So. Ich glaube, das ist ein Hinweis. Indeed, the tree is rather awkwardly placed. Also er steht ziemlich befremdlich, seltsam, komisch. While standing almost directly before the back door. Ja, das ist tatsächlich komisch, wenn ein Baum unmittelbar vor der Hintertür steht. So, it isn't large or even terribly healthy, but seems fairly sturdy. Several thick branches even still remain. Okay. Alles klar. Er will, dass ich da auf den Baum kletter. Climb tree. Up a tree. You are clinging to a branch midway up the tree. From here you can look directly into the window, which stands just out of your reach. Ja klar. A stained handwritten page from a diary or journal of some sort has gotten caught up in the branches of the tree. Okay. Bevor ich mich jetzt da mit den Details beschäftige, platzieren wir hier erst einmal einen Raum. Das heißt Up a Tree. So, und da kam ich. Ich mache das mal nicht so direkt dahin, weil es ist ja Climb. Up the tree. Ja, mehr brauche ich da gerade mal noch nicht. Reicht mir. Okay. You're clinging to a branch midway up the tree. From here you can look directly into the window, which stands just out of your reach. Okay, also da gibt es ein Fenster in Reichweite. Ja, eben nicht in Reichweite. Gerade so eben nicht in Reichweite. Aber ich kann schon mal reingucken. A stained handwritten page from a diary or journal of some sort has gotten caught up in the branches of the tree. Ja, okay.
handgeschriebene Seite von einem Tagebuch oder irgendwie einem Journal. Also Bericht, Log, irgendwie sowas. Get Page. Ah, okay, die kriegt man tatsächlich. You gather up the loose page, lunge it over as you do so. Page 8. 21st November, Year of Our Lord 1602. Also 1602. Das ist letztes Jahr November. Wir haben jetzt 16. Januar. Okay, also so knapp. Ja, nicht ganz 2 Monate her. So ungefähr 7 Wochen. I have persuaded Will to reenact some of Kidd's research detailed on his diary. We have been stranded by the muse for a week and now I am getting desperate. All is in readiness. Was? I have persuaded Will to re. Will ist hier groß geschrieben, das muss also dementsprechend irgendwie ein Name sein. Ich muss wieder schummeln, ich muss mir Dict Leo Org aufmachen. Eine Sache, die ich schon mal als Erkenntnis aus der letzten Episode mitgezogen habe, Persuadet, ist, dass sogar solche Sprachprofis wie ein Gunnar Lott Wörter nachgucken müssen. Da darf ich ja dann ebenfalls schummeln. Persuaded? Überzeugt. Also ich habe Will überzeugt, to reenact some of Kids Research. Reenact. Also wieder aufnehmen zum Beispiel. Würde ich so jetzt gerade für mich übersetzen. Reenact. Wiederholen. Wieder in Kraft setzen. Ja, tatsächlich. So. Kids researched. Detailed in his diary. Okay. Also der Autor hat wohl den Will davon überzeugt, dass man die Nachforschung von Kidd wieder aufnimmt, die dieser in seinem Tagebuch beschrieben hat. We have been stranded by the Muse for a week. Ach. Die Muse. We have been stranded by the Muse for a week now and I'm getting desperate. Also wenn ich das richtig übersetze, heißt es, wir sind bei der Muse gestrandet. Wir sind jetzt schon seit einer Woche bei der Muse gestrandet und ich bin so langsam verzweifelt. All is in readiness. Alles ist bereit. Merkwürdig. Okay. Arbitrary. Ja, Clinton, to a branch mit. Untersuchen wir mal den Baum. There are quite an unusual sight in London, but here you are. Trees are quite an unusual sight in London, but here you are. You suspect that this example must date from an earlier, better time. Okay. Da hat sich nichts getan. Na, untersuchen wir die Seite. You carry one loose page roughly ripped from an apparent diary or journal. A closer reading may be in order. Wenn ich es jetzt aber lese, dann kriege ich jetzt auch nicht mehr raus. Genau, das ist nur der Text. Okay. Look Window. Nein, ich will doch nicht nach Windows gucken. Window reicht mir schon. Okay. Examine window. You can make out a dim, vaguely man-shaped shadow through the window. You would guess it is John Craft,
but the figure seems to stand in a highly awkward manner and takes no notice at all of the peeping Tom outside. Peeping Tom ist doch der Spanner. Jetzt bin ich hier der Spanner. Alles klar. In fact, it does not move at all. The window is closed, but for a gap of an inch or two at its bottom. Tja, okay, also es ist open window. Window. You stretch your arm mightily, but the window is just too far away to reach from your precarious perch. Open window with stick. Weil ich habe ja noch meinen Gehstock. You lean forward precarious to slide the walking stick into the gap between the pane and the sill and proceed to carefully lever the window open. Habe ich damit jetzt Erfolg gehabt? Window. You can make out a dim wiggle. The window is open. Okay, enter. Window. You throw yourself across the gap that separates the tree from the window, sailing headlong into what you at first take to be a large sack of something hanging from the rafters. Bottles are sand rolling about the floor as you thump down heavily. The awful truth of what you actually run into becomes obviously only as you pick yourself up. You have bounced off the lifeless body of your old friend Croft. It sways gently back and forth a few inches off the floor. The rope from which it hangs creaking slightly under the motion. Your worst forebodings have come true. Gurk. Okay. Also wir sind jetzt gerade mal durchs Fenster gesprungen und natürlich voll in die dort hängende Leiche von John Croft gestürzt, der dort wohl sich selbst erhängt hat oder erhängt wurde. Ja, okay. Der ist tot. Press any key. This night I'll conjure who I die therefore. Dr. Faustus. Act 1, Scene 1. Hä? Warum kommt er mir jetzt hier mit Faust? Okay. Das scheint wohl so ein Sprung zu sein. John Crofts Bedroom. This room at the top of a narrow staircase is a shambles. Filthy clothing, the putrefying remains of several meals, and empty gin bottles cover the floor, and the air reeks with the pungent smell of alcohol. Several of the bottles are arrayed around the hanging corpse of your old friend John Croft in a rough circle with no guttered candles in their neck. A crudely painted yellow sigil is painted on the wall just above the hearth, while literally hundreds of pages of handwritten manuscripts cover the floor. The narrow bed is the only relatively intact item in the room. Jo, gar nicht lang rummachen, sondern Karte zeichnen. Ist neuer Raum. Gut. Was habe ich denn hier jetzt nochmal? The room of the top of a narrow staircase is a shambles. Also dieser Raum am Ende von einer schmalen, steilen Treppe ist shambles. Ist ja ein Durcheinander. Muffliche Klamotten, die Überreste von diversen Essen und leere Ginflaschen liegen auf dem Boden. Ja, in der Luft hängt natürlich so ein Geruch von Alkohol. Several of the bottles are arrayed around the hanging corpse of your old friends. Also, ein paar von diesen Flaschen sind
so um den hängenden Leichnam herum angeordnet. In a rough circle with no guttered candles in der. Ah, okay. Also Flaschen und da stecken Kerzen drin. Und a crudely painted yellow sigil is painted on the wall just above the hearth. Painted. Also ein crudely painted yellow sigil. Also es ist so ein Symbol in Gelb an die Wand gezeichnet. Just above the hearth. Also so auf Herzhöhe, also auf Brusthöhe soll das vielleicht heißen. While literally hundreds of pages of handwritten manuscript cover the floor. The narrow bed is the only relatively intact item in the room. Also gut, komm, dann nehmen wir doch mal Get Pages. The recent diary. You already have that. Okay. Get Bottles. Ich see no use for them. Okay. Get Candle. I'm not sure what you are referring to. Okay, da ist das Spiel gerade ein bisschen überfordert. Adventure Trick, get all. There are none at all available. Okay. Dann untersuchen wir doch mal das Sigil. Okay, kriege ich ein entsprechendes Zeichen? Grafik. Die drei Fragezeichen, bloß halt in dem Ding angeordnet. Ja, oder vielleicht auch nicht. Das ist aber schon ein bisschen seltsam. Painted above in the narrow but deep and cold hearth is a crudely scrawled yellow sigil, quite unlike anything you have ever seen before. It is certainly not an English character, nor is it Latin or Greek. Against the back of the hearth, you spot a sooty journal page. Okay. Get page. The sooty journal page. The page is tantalizingly just out of reach. Was? Move Buddy. Ich habe ihn jetzt also mal ein bisschen angeschoben und der schwingt jetzt gerade vor und zurück. Ah, Code. You give the corpse another nudge, sending it swaying back and forth with renewed force. Okay. Croft dangles from a rope tied securely to a ceiling beam. His blackened, swollen tongue protrudes through his blue lips. His eyes have rolled back in their sockets, and his legs hang limply no more than 6 inches from the floor. His hanging was obviously botched. The bed from which he must have jumped is far too low, and the poor fellow slowly strangled to death rather than manage a clean break. Perhaps because of the cold, significant decay has not yet set in. But it nevertheless seems that Croft has been dead for at least a day or two. Ja, gut. Klingt nach Mord, weil also das Seil hängt fest an so einem Decken, Sparren, Balken. So, his blackened, swollen tongue protrudes through his blue lips. Okay, also Lippen haben sich blau verfärbt, die Zunge hängt schwarz und geschwollen aus dem Mund, also klingt so nach Ersticken. Und seine Augen sind in den Höhlen zurückgerollt. Seine
Beine hängen limply, also schlaff. No more than 6 inches from the floor. Ein Inch sind 2,5 Zentimeter. Also 15 Zentimeter. Oh. Doppelte Handspreite. Ja, sowas. Also nicht so übermäßig viel. His hanging was obviously botched. Also das Wort botched kenne ich tatsächlich nicht, aber komm, ich schaue es zur Sicherheit nach, nicht, dass mir was entgeht. Botched. Verbockt, vermasselt. Aha. The bed from which he must have jumped is far too low. And the poor fellow slowly strangled to death rather than managing a clean break. Perhaps because of the cold. Müssen wir das Spiel damit jetzt gerade so ein bisschen klar machen, dass das doch kein Mord war, sondern dass er Selbstmord begangen hat und das dann halt verpfuscht hat? Weil das Bett ist zu niedrig und er hat wohl gezappelt, anstatt dass er sich das Genick gebrochen hat. Ja gut, das ist so eine Sache, die man heute vielleicht auch gar nicht mehr so richtig weiß. Ja, wobei, im Fernsehen wird das oft genug erzählt, dass man beim Erhängen eigentlich einem Genickbruch stirbt, weil, also wenn die Schlinge richtig geknotet ist zumindest, weil der Körper dann entsprechend eben, also das Gewicht des Körpers auf dem Genick lastet, und man dann quasi sofort tot ist, wenn man kein Gewicht mehr hat. Aber wenn das Ganze nicht richtig gesetzt ist, dann wird man halt erwürgt und erstickt dann halt, was wohl ziemlich qualvoll ist. Selbstmord mit Erhängen, keine gute Idee. Selbstmord eh keine gute Idee. Insofern, nee, nee, nee. Gut, und er ist jetzt aber schon einen Tag oder zwei tot, was so ein bisschen seltsam ist, weil den Brief, den er uns geschrieben hat, der ist ja auch gerade mal 2 Tage, also von vor 2 Tagen datiert. Und eigentlich schreibe ich keine Einladung an jemanden zum Essen, wenn ich die Absicht habe, mich umzubringen. Merkwürdig. Also die Seite kann ich nicht untersuchen, weil sie tantalizingly, verlockend, aufreißend. Merkwürdig. The Sooty Journal Page. The page is tantalizingly just out of reach. Wie kann die verlockend außerhalb? Get page. Okay, get page with stick. Aha, okay. Mein Spazierstock hat mir jetzt schon zum dritten Mal einen guten Dienst erwiesen. The Sooty Journal Page with the Walking Stick. You slide a page from the front of the hearth and scoop it up. Verstehe ich nicht. Wie kann ich die auf die Vorderseite? Ja, also das mit dem Hearth verstehe ich wohl auch falsch. Okay. You add a loose page to your collection, looking it over as you do so. Page 6. 14th November, Year of Our Lord, 1602. Success. Will has agreed to return to work. We shall start this evening. Tagebuch, von wann war die? Das ist vom 14. Read Pages. Ja. So. Also, ich. Oh. Okay. Read Pages sind die Seiten auf dem Boden, die ich jetzt gerade mal sortiere. You work as quickly as you can, all too aware of the corpse that shares the room with you. Finally, you have organized the scattered pages into three categories. One appears to be more or less complete handwritten, a rendition of Christopher Marlowe's still huge popular tragedy Dr. Faustus. Ah, okay. Ist also gar nicht Faust, was er mir da vorher zitiert hat. Dr. Faustus kenne ich gar nicht. Und ich auch dieser Christopher Marlowe sagt mir nichts. Muss man später mal
googeln. And on some fragments from a play entitled The King in Yellow that you've never heard of, but that is credited to three authors you know very well. Also present are two pages of a diary or journal entries that are not dated with a year but that appears quite weathered by time. The old diary is obviously written in the same hand as Dr. Faustus, but The King in Yellow is written in at least three different hands. One the same as the old diary and Dr. Faustus, one completely unknown, and one more that you are sure you have been seen before and recently. Okay, also John Croft. Okay, was habe ich? Ich mache mich daran, die ganzen Blätter hier zu sortieren und bin mir dabei natürlich auch bewusst, dass da die Leiche hängt. Also ich habe dann entsprechend die ganzen Blätter sortiert und zwar in drei Kategorien. Einmal in eine Ausgabe, eine handgeschriebene Ausgabe eben von Dr. Faustus und dann in Teile von einem Stück, das heißt The King in Yellow, von dem ich noch nichts gehört habe. Aber es waren drei Autoren angegeben, die ich gut kenne. Also present are two pages of diary or journal entries that are not dated with a year. So, und dann, das ist die dritte Kategorie, wieder Tagebuchseiten, und zwar so alte, weil die sind, that appeared quite weathered by time, weil die sind schon vergilbt, verwettert. Und das scheint wohl geschrieben zu sein bei diesem Christopher Marlowe, weil es ist die gleiche Handschrift wie der Dr. Faustus. The King in Yellow is written in three, at least three, also mindestens drei unterschiedlichen Handschriften. Eine nämlich die gleiche wie Dr. Faustus, eine, die ich nicht kenne und eine, die mir bekannt vorkommt, also die dann dementsprechend John Crofts ist. Okay. Read page. Ah ja, okay. Recent diary entities. Das sind aber jetzt die, die ich im Inventar habe. Ja gut, das war das, was ich vorhin eigentlich ursprünglich wollte. Okay. Bin wieder, also immer noch in Get Page. Five pieces of reading materials. Some aged diary scraps. A King in Yellow manuscript. A Dr. Faustus manuscript, three recent diary pages, John Crofts handwritten note. Okay, dann read scraps. Ah ja, das waren die ohne Jahreszahl. Gut, 21. Mai. Three nights ago, Jay took me to the Maelstrom. Several others were there, though I recognized none save for one who conspired to keep his faith hidden, although I caught sight of his face, and 'twas none other than young David Moore, the composer, a regular of the Mermaid Inn. I was nervous with excited anticipation. More fool I, my sanity has deserved me, my mind has been screwed by talents of fear so profound I find myself sleepless, despairing without hope, my hands shake uncontrollably. I have not left the house since that night. I do not know what to do. I am insane. You're shocked to see such a familiar established mentioned in such a strange document. The Mermaid Inn is located on Cheapside, not far north of your place of business.
It's a favorite haunt of the Aristocle England. Poets, painters, playwriters, composers, etc. You've been there once or twice for business reason, but are hardly a regular. You tend to do your drinking at the cheaper places in the theatre district in Bankside. You've never heard of a David Moore, but then you follow the worlds of theatre and literature more than the world of music. Perhaps if he frequented the Mermaid Inn during Marlowe's time. However, he still is a patron there today. It might be worth looking into at any rate. Was sagt er mir? 3 nights ago, Jay took me to the Maelstrom. Okay, also, vor 3 Abenden hat mich der Jay in den Strudel gezogen. Das scheint irgendwie so ein Code oder Inword oder so zu sein für dieses Mermaid Inn vielleicht. Also gut, several others were there. Also da waren noch ein paar. So I recognized none save for one who conspired to keep his face hidden also. Ah, okay. Er hat aber keinen erkannt, weil die alle irgendwie die Gesichter verdeckt haben. Außer dieser David Moore, dieser Komponist David Moore. So ein Stammgast. Ah, okay. Nee, dieser David Moore ist einfach bloß ein Stammgast im Mermaid Inn. Dieser Mahlstrom ist was ganz anderes, das heißt gar nichts mit dem Mermaid Inn zu tun. I was nervous with excited anticipation. My nervous with excited anticipation. More fool I. My sanity has deserted me. My mind has been scorched by talons of fear so profound, I find myself sleepless. Despairing without hope. Okay. Also mein Verstand hat mich verlassen. My mind has been scored. Scheuern, ausspülen, tellen. Der Erneuerungsschein. Der Abriss, die Kralle. Has deserted me. My mind has been. Ah, okay. Talons of Fear ist da wahrscheinlich so der. Okay. Gutscheine der Furcht. Naja, also. I find myself sleepless, despairing without hope. Also schlaflos, verzweifelt und ohne Hoffnung. My hand shake uncontrollably. Ja, gut, ich zitter unkontrolliert. I haven't left the house since that night. I do not know what to do. I am insane. Also ich bin verrückt geworden. Bin ich jetzt aber verrückt geworden oder ist der Schreiber verrückt geworden, weil ein der Jay in den Maelstrom mitgenommen hat? You are shocked to see such an ephemeral establishment mended in such a strange document. Ja, genau. Dass das Mermaid Inn hier genannt wurde, hat mich schockiert, weil dieses Schreiben ist ja schon seltsam und das Mermaid Inn ist located on Cheapside. Not far north of your place of business. Also nördlich von meiner Druckerei ist Cheapside und dort befindet sich dieses Mermaid Inn. So, dieses Mermaid Inn is a favorite haunt of the artistically inclined, also der artistischen Klientel. Poets, Painters, Playwrights, Composers, Künstlervolk halt. Aber keine Schauspieler, meint er. You've been there once or twice for business reasons. Also ich war da schon mal aus geschäftlichen Gründen, aber ich bin da kein Stammgast. Weil wenn ich irgendwo trinken gehe, dann ist es in günstigeren Sachen im Theaterdistrikt in Bankside. Ich habe noch nie von diesem David Moore gehört. But then you follow the world of. Achso, ich habe noch nie von diesem David Moore gehört, aber das wundert mich jetzt auch nicht, weil ich bin ja mehr an Theater und Literatur interessiert als an Musik. Wobei man auch Noten drucken kann, aber naja. Vielleicht, wenn er regelmäßig im Mermaid Inn ist. Achso, wenn der Schreiber. Frequented, also ins Mermaid Inn ging, wenn der Marlowe auch dort war, dann hieß still a
as a patron there today, dann sitzt und unterstützt er das Ganze da immer noch. Also man könnte da mal einfach mal, might be worth looking into at any rate. Also es könnte wohl sinnvoll sein, da mal hinzugehen, zu gucken. Okay, was halt bedeutet, man will da jetzt irgendwas oder ja, das untersuchen. Obwohl man ja noch eine Leiche am Hals hat. May 29th. Jay has called. He wants me to go with him again. He says the king demands it. I refused. I told him I would have no more to do with it. He countered with blackmail. He threatens me with my own lifestyle. I have been arrested once this month for heresy, of which I am only now guilty. I cannot refuse him. He has told me to meet him in Deptford tomorrow. I will try to reason with him then. I think I would choose Marshalsea over the fear. This one prisoner or another, I shall tell him so on tomorrow. The hand that wrote this diary is definitely the same as that which wrote the Dr. Faustu manuscript. Did this diary entries come from the hand of Marlowe? Ja, das haben wir ja schon rausgefunden. Der Marlowe scheint in irgendwas drin zu stecken. Irgendwie so im okkulten Club. Und dieser Jay hat ihn wohl dazu gebracht. Jay has called. In modernen Zeiten hätte ich vermutet per Telefon, aber wahrscheinlich hat er ihm einfach nur eine Botschaft zukommen lassen. So, aber dieser Jay wants me to go with him again. Und zwar hat's der König befohlen. Okay, der König hat's befohlen. Gibt keinen König, es gibt nur eine Königin. Also es muss ein anderer König sein. Aber er hat sich da erstmal geweigert. Told him I would have no more to do with it. Also er wollte eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. He countered with blackmail. Also hat er, der Jay hat den Marlowe erpresst. Und zwar konfrontierte ihn mit seinem eigenen Lifestyle. Und dabei wurde er dann diesen Monat doch schon mal wegen Heresy. Ist das Heresy? Also Gotteslästerung? Of which I am only now guilty. Heresy. Also Ketzerei. Ja, immer dran denken, harte Zeiten. Gotteslästerung und so. Er kann sich nicht weigern. Also, he has told me to meet him in Deptford tomorrow. I will try to reason with him then. Er will dann versuchen, irgendwo auf eine Einigung mit ihm zu kommen. I think I would choose Marshalsea over the fear. Also Gefängnis zieht er dann doch der Angst vor. This one prison or another. Okay, ja, weil es ist entweder das eine Gefängnis oder eben das andere. Also entweder Marshalsea oder die Angst. I shall tell him so on the morrow. Notizzeit. Note Text. Okay. Personen. So viel mal als Notizen. Ich habe immer noch mehr zu lesen. Read King. Was er da versteht. The full title of this manuscript is The King in Yellow, a play in three acts begun by Christopher Marlowe and completed by John Croft and William Shakespeare. Okay. The King in Yellow. Christopher Marlowe hat's begonnen und John Croft und William Shakespeare haben's vollendet. The manuscript is indeed written in three separate distinct hands, also in drei unterschiedlichen Handschriften geschrieben. Unlike the Faustus manuscript, this play is obviously incomplete. Also es ist noch nicht abgeschlossen, es ist noch unvollendet. Only the first two scenes of the first act are present. Short scenes at
that serving only to introduce what will presumably be the three principal characters, a pair of lovers named Casilda and Camilla, and the rather mysterious eponymous Yellow King. Also present are a couple of unrelated quotes numbered with later acts and scenes, presumably presenting the positions into which they will be inserted. Handgeschriebenes Manuskript. Es gibt aber bloß die ersten beiden Szenen vom ersten Akt, kurze Szenen, und die führen die drei Hauptcharaktere ein. Zwar einmal ein Liebespaar namens Casilda und Camilla. Casilda und Camilla klingen mir aber beides wie Frauennamen. And a rather mysterious eponymous Yellow King, also der gelbe König. The King in Yellow, der König in Gelb, gelber König. Also present are a couple of unrelated quotes, also nochmal, es gibt da so ein paar unzusammenhängende Notizen, Markierungen, die markiert sind oder die nummeriert sind, with later acts and scenes. Presumably presenting the positions into which they will be. Ah ja, okay, man hat sich da schon mal Notizen gemacht mit Sachen, die man dann halt in späteren Akten und Szenen verwenden mag. Text. He comes tonight. Isander Raymond, like fool Sharon beckoning on the shores of Acheron. Its quiddity of its terrible aspect, brought forth by mine own cam tickle. The king in yellow doth suck my soul, as a babe ravens at his mother's breast. Also er kommt heute Nacht in sudden raiment like fool Sharon beckoning on the shores of Acheron. Each quiddity of his terrible aspect, brought forth by mine own canticle. Canticle. Oh. Okay, das ist kein Titel, finde ich bei Leo gar nicht. Okay. Render up the essence so that I may feast. So, William Shakespeare himself, most popular playwright on the London theatre scene, was involved with Croft in ever they were involved in. You know Shakespeare only as a huge fan of his plays, but in your line of work, it's good to be aware of where significant writers can be found. Thus, you know that he currently resides on Wood Street near Cripplegate in the northwest of the city in the home of a French couple named the Mountjoys. Less fortunately, you also knew this area of London to be at the very epicenter of the latest bleak outbreak. Nevertheless, perhaps you should take a chance and pay your hero a visit. Also gut, Shakespeare kommt mit im Spiel vor und der wohnt in Wood Street near Cripplegate. Das ist aber was ich mir notiere. Also es ist eine weitere Person, dementsprechend. Und zwar wohnt Shakespeare nicht direkt, also in Wood Street, also schon direkt, aber kein eigenes Haus, sondern im Home of the French Couple Monjous. Okay. Naja, okay. A remarkably complete handwritten manuscript of Christopher Marlowe's Dr. Faustus, still one of the most popular tragedies in London. But something seems odd about this version of the play. There seem to be some passages that you don't recall hearing in recent performance. One in particular draws your attentions. Come Scylla, dragged from its hellish lair, brought forth with a devil's halos burning to its hair. Was? Come Scylla? Also kommt Scylla gezogen aus einem
aus ihrem höllischen Hort Bradford hervorgebracht mit des Teufels Schein, heiligen Schein, burning, brennend in seinem Haar. Okay. In spite of the tragic circumstances surrounding it, you cannot repress a feeling of not entirely disinterested excitement at your discovery. You've been trying to assemble a more or less complete copy of Marlowe's masterpiece for publication for years, but have so far been unable to sufficiently bribe an actor. The hand is certainly the same as that which produced the two old diary scraps. Scraps that you suspect must have been come from Marlowe himself. Could this all be genuine, or did poor Croft fall victim to a clever forger? But if the latter, what proposed in going through so much trouble? As you flip through the manuscript, a creased journal page with you must have accidentally mixed in with the play drops to the floor. You realize that the same hand has written John Croft's original note to you, the more recent diary pages and parts of The King in Yellow fragments. Presumably, then all of those have been written by Croft himself. The Dr. Faustus manuscript and other parts of The King in Yellow, though, are in another hand, and still more parts of The King in Yellow are in yet a third hand. Okay, ja, die third hand, die kenne ich ja schon, das ist Shakespeare, habe ich ja schon kapiert. Aber was habe ich rausgekriegt? Auch wenn die Szenerie wohl gerade nicht besonders belustigend ist, fühlt man gerade so eine gewisse innere Aufregung. Mal eine Kopie von diesem Marlowe'schen Stück, also diesem Dr. Faustus, in die Finger zu kriegen. Und zwar schon seit Jahren. Aber man war halt bislang nicht in der Lage, einen Schauspieler mal entsprechend zu bestechen. Und dann versteht man, dass das entsprechend die gleiche Handschrift ist wie diese Notizen. Das haben wir schon kapiert. Could this all be genuine, or did poor Croft fall victim to a clever forger? Ja, kann das alles Absicht sein, oder was ist diesem Croft wohl zugestoßen? Während man dieses Manuskript liest, fällt einem so eine weitere Tagebuchseite aus dem Manuskript, die man unbeabsichtigt da mit reingemischt hat. So, und man bemerkt, dass diese in John Crofts Handschrift geschrieben ist. The More Recent Diary Pages, also auch diese anderen Tagebuchseiten. Und The King in Yellow Fragments. Okay, presumably, then all the of these must be have been written by Croft himself. Also auch diese anderen Seiten müssen dann schon von Croft stammen. Inventar. John Crofts Diary. Ah, okay, das vervollständigt er jetzt dann auch schon. Great Diary. Da stand ja auch noch eine Information drin. Three nights ago, Jay took me. Das war nicht das, was ich meinte. Das sind die Daged Diaries. Read Croft Diary. So, 14. November. Will has agreed to return to work. We shall start this evening. Oh, okay. Ja, man hat William Shakespeare wohl überzeugt. Croft hat William Shakespeare wohl überzeugt, wieder an die Arbeit zu gehen. Und sie starten wohl am Abend. So, 21. November, Year of Our Lord. Man hat den Will wohl davon überzeugt. Also, Croft hat Shakespeare überzeugt, ein paar von diesen Nachforschungen, die Kidd angestellt hat. Ach, jetzt verstehe ich das. Okay, Croft hat den Will überzeugt, dass man ein paar von Kidds Nachforschungen überprüft, weil einen seit ein paar Tagen die Muse verlassen hat. We have been stranded by the Muse for a week now. All is in readiness. Also gut, 25. November. Jemand, der Kid heißt, kennen wir aber noch nicht. Ist Marlowe vielleicht Kid? Würde ich jetzt fast annehmen. I beg your pardon. Ja, ich hab. Look. Oh, das gelbes Siegel. Ein gelbes Siegel. Soll das heißen, das ist vielleicht das Siegel vom gelben König? Okay. Erinnern wir uns, was uns das Tutorial erzählt hat? Man soll ab und zu mal nachdenken.
You consider your present situation. You feel sure there is more yet to discover within John Crofts' house. Ja, gibt noch was zu entdecken. Having seen it mentioned in these strange documents, you should pay a visit to the Mermaid Inn. Perhaps you can learn something there. You should pay William Shakespeare a visit at his home at Silver and Monkswell Streets. Perhaps he can explain his involvement in all this. You should try to locate or at least find some more information about this David Moore character who has appeared a regular at the Mermaid Inn at least at one time. Das sind also gerade so meine Sachen. Ich habe eigentlich alles, was ich hier brauche. Ich habe die Seiten. Several of the bells are arrayed around the hanging corpse of your old friend John Croft in a rough circle with now gathered candles in their necks. Crudely painted yellow sickly is painted on the wall just above the hearth. The narrow bed is the only relatively intact item in the room. Ah! Diese Seite liegt da noch rum. The creased journal page. You add the loose page to your collection, looking it over as you do so. Page 3. 5th November, Year of Our Lord, 1602. Also 15. November. I have agreed with Will to begin work on my dear kid's unfinished last work. I have not been this excited since the first staging of Neoptolemus in Cambridge. Will has lent me some money and I am celebrated with a bottle of gin and a haunch of beef. Gin is cheap and badly distilled, but the taste is as nectar to Odysseus. The beef like ambrosia. I shall write tomorrow. Also man hat sich mit William Shakespeare darauf eingelassen, dass man an der Arbeit von diesem Der Kids, ist Kid dieser, Kid muss dieser, Marlowe, Kid Marlowe. Man hat sich mit Shakespeare darauf geeinigt, dass man ein Kids Stück weiterschreibt. Wow, und es ist so, man ist ganz aufgeregt, weil das ist so der erste Versuch seit Neoptolemus in Cambridge, also seit man da was geschrieben hat. Und Shakespeare hat einem ein bisschen Geld geliehen. Und davon hat man sich eine Flasche Gin und ein bisschen Fleisch gekauft. Aber der Gin ist billig und schlecht destilliert. Also einfach billiger Fusel. Aber man denkt, ah, das ist wie der Nektar für Odysseus und das Beef like Ambrosia. I shall write tomorrow. So, Inventar. Read. Faustus. Leider nicht den Namen. Ich will wissen, ob dieser Marlowe. Ah ne, auf Christopher Marlowe. Es geht vielleicht ein Spitzname. This room was the top of a narrow staircase. Okay. Wir können jetzt wohl runtergehen. Gleich wieder in die Karte eintragen. Bottom floor of John Crofts' house. Crofts' house is typical enough, consisting of two large rooms simply stacked on top of each another, connected by a narrow staircase. This bottom floor seems hardly inhabited at all, being completely unsolid and with hardly a stick furniture present. Even the hearth looks as if it has never seen a fire. In addition to the stairs leading up, you could exit through the doors to the north and the south. A pristine journal page rests in the middle of the floor. Das ist ein typisches Haus, meint das Spiel, das nur aus zwei großen Räumen besteht, nämlich eins im Erdgeschoss, also First Floor, und das zweite im Obergeschoss, Second Floor. Und die beiden sind einfach bloß durch eine schmale Treppe miteinander verbunden. Es gibt zwei Türen, nämlich einmal North, einmal South, also Backdoor und Frontdoor. Dieser Bottom Floor seems hardly inhabited. Das Erdgeschoss sieht reichlich unbewohnt aus. And with hardly a stick of furniture present. Da stehen keine Möbel drin. Das ist einfach ein leerer Raum. Even the hearth, also sogar der Herd, sieht so aus, als hätte man noch nie ein Feuer darin gemacht. Und hier liegt nochmal so eine Journal Page rum. Die versuchen wir jetzt mal zu nehmen. Get page. Jawohl. The pristine journal page. You add the loose page to your collection, looking it over as you do so. Page 9. 23rd November, Year of Our Lord, 1602. I can scarce believe it. I have slept for almost a day and a half after performing the rite. It was incredible. Will and I contacted a
an entity is all I can describe it as. Such wonders it showed me, such unreal power of speech and thought, I can scarce contain my pen. Inspiration spills from me like water from a fount. I know not where will is. I can hardly remember the ride itself. I have to begin work now. Also, Croft und Shakespeare haben wohl ein Ritual durchgeführt am Tag davor. Also am 22. Abend. Er fand es unbeschreiblich. Man hat wohl eine Entität kontaktiert, die sich gar nicht so richtig beschreiben lässt. Und die hat einem wohl irgendwelche Wunder gezeigt und mit der Macht von Sprache und Gedanken brilliert. I can scarce contain my pen. Was heißt denn scarce? Scarce. Kann knapp. I can scarce contain my pen. Also ich kann kaum meinen Stift halten. Aber Inspiration strömt aus mir wie aus einer Welle. Aber man weiß nicht, wo Shakespeare ist. Und er kann sich nur schwer an das Ritual erinnern. Aber er muss mit dem Arbeiten beginnen. Sehr merkwürdig. So, eigentlich wollte ich ja hier schon mal die Aufnahme beenden. Hatte nur noch den Plan, die Ausgänge zu überprüfen. Aber festgestellt, die Ausgänge funktionieren nicht. Weil wenn ich nach Norden gehe, sagt mir das Spiel, you will have to find a key somewhere to get out of this nightmarish house. Und das gleiche im rückwärtigen Ausgang, in der Backdoor nach South. You will have to find a key somewhere to get out of this nightmarish house. Ich brauche also einen Schlüssel, ich bin hier eingesperrt. Look. Croft's house, typically enough, consisting of two large small rooms. Ja, weiß ich schon. Zwei Räume aufeinander gestapelt, also übereinander. Verbunden mit einer narrow staircase. Bottom floor seems hardly inhabited at all, being completely unsold and with hardly a stick of furniture present. Even the hearth looks as it has never seen a fire. In addition to the stairs leading up, you could exit through the doors to the north and south. Ja, eben nett, ich komme ja nicht zu den Türen raus. Okay. I'm not sure what you're referring to. X. Bottom floor. I couldn't understand that construction. Ja, ich will doch jetzt eigentlich bloß hier den Raum untersuchen. X. Earth. Not only is no fire present, but you see no trace of fuel for one or even any remains of one. Also nicht mal Holz oder ähnliches. Oder Gas oder Benzin oder Zeitung. Floor. Halt. Floor. You notice nothing special. X up. X stair. I'm not sure what you are referring to. Untersuchen wir die Tour. Front door. The sturdy front door to Croft's house currently closed. Open front door. Well, I have to find a key somewhere to get out of this nightmarish house. Okay. Back door. The sturdy back door to Croft's house currently closed, and there is unfortunately no dodgy ledge to pry here. Well, okay. Search. What do you want to search? Search key. Alter Avenger-Trick, einfach mal alles nehmen. There are none at all available. Was gibt's noch? Croft's house is typically enough, consisting of two large rooms simply stacked on top of one another, connected by a narrow staircase. This bottom floor seems hardly inhabited at all, being completely unsullied and with hardly a stick of furniture present. Even the hearth looks as if it has never seen a fire. Kann man den aufmachen, diesen Herd? Earth. That's not something you can open. Möbel. Just a couple of simple chairs and an old table. Hardly the lap of luxury. Aber es gibt einen Tisch. Just a couple of simple chairs and an old table. Ja, sagt er mal wieder. Sit on table. This isn't a place where you want to make yourself at home. Look under the table. You find nothing of interest.
Axe Key Holder. I'm not sure what you are referring to. Look, window. I only stand as far as I wanting to look. Axe back door. The sturdy back door to Crofts house currently closed and there is unfortunately no dodgy latch to pry here. Also ich glaube, hier hat es tatsächlich keinen Schlüssel und nichts. Aber ich kann mal noch Folgendes machen. Ich gebe mal diesen Herd mit meinem Gehstock und schubs. Push. Hard. Also nicht mit Stock, sondern with Stick. Your bare hands should suffice for this task. Hit. Earth. You aren't quite ready to resort to the caveman approach. Pull. Earth. Push. Earth. Also ich kann auch nicht schieben oder stoßen oder schlagen. Inspect. Hearth. What do you want to inspect the hearth in? Und das, also per Examine habe ich schon untersucht. Not only is no fire present, but you see no trace of fuel for one or even any remains of one. Okay, ich muss nochmal hoch. Irgendwas ist dann oben zu finden. So, filthy clothing, the bit rare remains of several meals, and empty gin bottles cover the floor and the air rigs. Several of the bottles are arranged around the hanging corpse of your old friend John Croft in a rough circle with now gathered candles in their neck. Crudely painted yellow seagull is painted on the wall above the hearth. Ach so, hearth. Ah, ich habe die ganze Zeit gelesen über dem Herz, aber das ist über dem Herd, also das ist auch wieder so ein Ofen. The narrow bed is the only relatively intact item in the room. Okay, jetzt untersuchen wir mal das Bett. This low narrow bed was apparently Croft's hanging platform. Its thin straw mattress is filthy. A certain quantity of fleas is common enough, but this bed is visible crawling with them. The crabbles. A single hand-riddled journal page lies on the bed. Its white surface flecked with fleas and their droppings. Flohkacke? Ja. Okay. Get page. 26 November, Year of Our Lord, 6002. I have seen Will this evening. He was at a mermaid, drinking far more than usual for him. He refused any further involvement in my work. He complains of nightmares when he sleeps, visions when awake. He will not continue. I have tried to persuade him otherwise, saying that Kit's course was correct but badly managed. Will has warned me of. I'm imperiling my immortal soul, he says. Ah, I have no further need of him. My vision suppresses his. I have a new moose now. I shall summon it again tonight. Ja. Shakespeare ist raus. Er hat wohl echt keinen Bock mehr. X-Page. Your chiral loose page, roughly ripped from an apart diary or journal. A closer reading may be in order. Even a cursory glance, however, is enough to let you recognize the handwriting as that of John Croft. Jetzt gucken wir nochmal das Bett an. This low narrow bed was apparently Croft's hanging platform. Its thin straw mattress is filthy. A certain quantity of fleas is common enough, but this bed is visibly brawling with them. X mattress. This low narrow bed was apparently Croft's hanging. Okay. Look under bed. Ah, I've missed some culinary remains, best left undescribed. You spot a single torn journal paper. Also, unterm Bett haben wir nochmal so eine Seite aus dem Tagebuch gefunden. Und ansonsten sind da kulinarische Reste, die man ansonsten nicht weiter beschreibt. You add a loose page to your collection. Look at it over as you do so. Page 11, 1st January, a year of the Lord. 1603. Oh, okay. Das ist also gar nicht so lang her. He came again tonight.
almost unbidden. I have tried to stop it, but oh, the rapturous knowledge each visit brings. But I know payment is due. Like the piper, the king demands his wishes due. I'm drained. Will called earlier, once again asking me to give up my work. His jealousy is understandable and amuses me greatly. I'm weak and feel unwell, but the joys each night brings. My king makes me great. Karadriach je grek kreie ocken. Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwas beschworen. Wir können mal ausschließen, dass das klingonisch ist. Heißt aber, Croft ist schon ziemlich dem Wahnsinn nah. Also unter dem Bett war jetzt nochmal diese Sache. Ich bin mir irgendwie sicher, dass das hier, dass dieser Spruch noch wichtig werden wird. Man weiß ja nie. Painted above the narrow, but deep and cold-heartedly is a crudely scrawled hello. Sigil, quite unlike anything you have ever seen before. It is certainly not an English character, nor is it Latin or Greek. Get Sigil, that's hardly portable. Push Sigil with stick, mit einem G-Stück draufhauen. That doesn't make any sense. Hit Sigil. You aren't quite ready to resort to caveman approach. Untersuchen wir mal den Körper. Croft dangles from a rope tied securely to a ceiling beam. His black and swollen tongue protrudes through his blue lips. His eye have rolled back in their sockets. And his leg hang limply, no more than 6 inches from the floor. His hanging was obviously botched. The bed from which he must have jumped is far too low, and the poor fellow slowly strangled to death rather than managing a clean break. Perhaps because of the cold, significant decay has not yet set in, but it nevertheless seems that Croft has been dead for at least a day or two. Poke Buddy with stick. Mal mit meinem Gehstab reinstochern. You prefer not to handle the corpse anymore than necessary. Ja, okay. Pull bed. The bed is bolted securely to the wall. X-rope. Thick rope is secured to the ceiling beam by means of a complex, almost a cane-looking knot. Say. Den Spruch ja, to yourself. Please restrict your conversation to asking people about and telling people about things, except when explicitly offered other options. You can initiate conversations by talking to someone. Window. The bedroom windows look out a rather shabby three. The window stands wide open. X. Pocket. I'm not sure what you are referring to. Buddy. X. Thang. Croft dangles from a rope tied securely to the ceiling. Cut rope. What do you want to cut a rope with? Ich hab kein Messer. Oder irgendwie sowas. Was sagt mein Inventar? Walking stick. Printworks key 5 penny. Irgendwo muss doch da noch ein Schlüssel zu haben sein. Hit. Not. Un. Not. Rope. I didn't understand the. Okay. Loosen the rope. A rope is wrapped securely around the ceiling beam from which dangles Croft's corpse. Yes. Corpse. Free. Corpse. Okay, versteht er auch nicht. Look. This room at the top of a narrow staircase is a shamble. Filthy clothing, but get gin bottle. You see no use for them. Hit gin bottle with stick. Ich will mich ja nicht verletzen. You aren't quite ready to resort to the caveman approach. Ich dachte, ich könnte vielleicht die Flasche kaputt machen und damit das Seil durchschneiden. Scratch. Scratch Sigil. Push Sigil. You're unable to open hearth. Push bat. Smash window. You aren't quite ready to resort to caveman approach.
close window. You close the window. The bedroom window looks out a rather heavy tree. The window is closed. Look, was hat's hier noch? A narrow staircase is a shambles. Filthy clothing? Absolutely filthy. Is it just your imagination? Or can you actually see the vermin crawling? Lying on the crawling is a handwritten page. The vermin has already begun to nibble its edge. Get page. Ah, das findet man Seiten über Seiten hier. The Nibble Journal page. You add the loose page to your collection, looking it over as you do so. Page 1. 19th October, Year of the Lord, 1602. Having returned from Heidelberg, I have been presented with a most curious item indeed. A small box, the delivery of which has brought with it some unhappy and melancholic memories of the past. It would appear to be my dear cat's bequest to me. A small wooden affair simply bound with string and sealed with wax. I cannot bring myself to open it for fear of the memories it holds dear in me. Okay, also von Heidelberg zurückgekommen, wurde ich mit einem seltsamen Gegenstand konfrontiert. Einer kleinen Schachtel. Delivery which has brought with it a small box. Also eine kleine Schachtel. The delivery of which has brought with it some unhappy and melancholic memories of the past. Mit der sah einige melancholischen und unglücklichen Erinnerungen an die Vergangenheit verbunden sind. It would appear to be my dear Kite's bequest to me. Also es ist Kite's Vermächtnis. A small wooden affair, simply bound with string and sealed with wax. Also es ist verschnürt und mit Wachs versiegelt. I cannot bring myself to open it for fear of the memories it will stir in me. Er schwört, ich ging es nicht über mich, das Teil zu öffnen, aus Angst vor den Erinnerungen, die es in mir aufwühlt, hochwühlt, hochwirbelt. Das ist jetzt da mit drin. Look. Absolutely filtering. It's can you actually see the vermin crawling? Open window. Throw clothes out of window. I only understood you as far to throw the clothes the outside. Ja, genau. Throw clothes. I couldn't bear to match the filthy fabric with your bare hands. Push clothes with stick. You gingerly push the clothing aside to reveal a grassy journal page. Get page. Page 2. You add a loose page to your collection, looking it over as you do so. Okay, page 2. 20th October, Year of the Lord, 1602. This morning, I plucked up the courage to open the box, and to my amazement, it contained some of Kit's unfinished work, along with his diary. It did indeed bring back many sad thoughts, but more besides, a feeling of tremendous excitement and pleasure. These are Kit's last works, unseen, unspoken of for nigh on 10 years. I have read them and have resolved to attempt the completion of one work in particular, a play Kit began shortly before his untimely demise. It is my fondest wish that I will complete it. Yet I know in my heart and soul that I am not of sufficient stature artistically to undertake so massive a task. As such, I have resolved to approach the one man who perhaps matches Dear's Kite's Genius, William Shakespeare. Okay, damit wissen wir jetzt dann auch, wie das Ganze zustande kommt. Gut. Push. Clothes. You couldn't bear to push clothes with stick. You take a few pokes at a pile of clothes, but find nothing other than vermin beneath. X clothes. Absolutely feel. Okay. X. Bed. This low narrow bed was apparently Croft's hanging platform. It since raw mattress is filthy. A certain quantity of lee is common enough, but this bed is visibly crawling with them. Okay.
Push bat wolf stick. That doesn't make any sense. Versuchen wir mal das schon. I'm not sure what you are referring to. Look under the bed. You find nothing of interest. Look. Fill the clothing, but putrefying reminds of several meals and empty chin. Meals. A swarm of oversized blue butterflies have already laid eggs in the undercooked flesh of a half-eaten leg of lamb. Next to the meat, you notice a similarly half-eaten loaf of bread. Lying next to the loaf of bread, you spot a small dagger on which is implanted a journal page. Get page. The stabbed journal page. You'll have to take the knife first to avoid tearing the page anywhere. Then it already is. Get knife taken. Get page. Damit haben wir auch ein Messer. The stabbed journal page. You add the loose page to your collection, looking it over as you do so. Page 7. 17th November, year of our Lord 1602. We have run aground. Having completed scene 1 and 2 of the first act, we have come unstuck. We have sat for hours and I confess we are both near to pulling hair out by the roots in blind frustration. Will has gone saying that rest may do us both good. Perhaps he's right. I shall relax by reading kids' diaries. Wenn das entspannend ist, dem sein Tagebuch zu lesen, ja. Look. X meals. A swarm of oversized blue bottle flies have already laid eggs in the undercooked flesh of a half-eaten leg of lamb. Get lamb. You're so close as you can be to get. Get bread. Suchen wir mal die Flaschen. Empty bottles of lin. Lies scattered all over the floor. Many of them have dead candles stuffed into their necks, the dried wax forming intricate stalactitic formations over the glass. Several of these have been arranged in a rough circle around Croft's hanging corpse. You spot a damn journal page amidst the jumble. You also notice one candle that was apparently kicked over by Croft in his death throes and still has a fair amount of its wick remaining. Get page. The damn journal page. You add a loose page to your collection, looking it over as you do so. Page 5. 13th November, year of our Lord 1602. Afternoon. I have slept long, not having finally found my rest until deep into the night. I have made an astounding discovery. Kid's work is not a fantasy. It is truth. As plain as the nose on my face, his king in yellow is based on his own mysterious experiences. He must have infused Faustus with his learnings and then desired to set out the truth of his own findings in The King in Yellow. I cannot wait to tell Will of this. 9. My meeting with Will did not go well. I told him of my findings about Kit's play and profoundly shocked by his friend Marlowe's diabolic research. Will has forsworn any further involvement in the completion of the play. I tried to explain that it was nonsense, but he was adamant that such dabblings imperilified participants' very soul. I shall have to try and bring him round. I will call on him tomorrow, when he has had a chance to calm himself. Okay, also der gute Shakespeare ist erschüttert. Kein Wunder, dass der da nicht mehr mitspielen oder mitmachen will. Look, was haben wir denn noch? Achso, genau. You can see a candle here. Get candle taken. Das holen wir mal. A typical candle. It is currently unlit. Lit candle. Okay, light. Also, ja, lit geht natürlich nicht. Light candle. The candle refuses to spontaneously combust. Look. X. Battle. Cut rope with knife. You cut through the rope and jump out of the way as the corpse crumbles heavily to the floor, scattering the neat circle of battles that was the only orderly thing in the room. The bulk of rope remains entwined around the ceiling beam.
rope X beam, the frayed end of cropped gallows rope still dangle from the ceiling beam. Und suchen wir jetzt mal einen Körper. Croft's corpse lies in hideous heap on the floor. Perhaps because of the cold significant decay has not yet set in, but it nevertheless seems that Croft has been dead for at least a day or two. In einem scheußlichen Haufen auf dem Floor. Ex Croft. Pull Croft. We prefer not to handle the corpse any more than necessary. Okay, ich konnte losschneiden. Rope. The rope is still entwined. Entwinden. Kann ich das nehmen? Get rope. You unwrap the rope from the ceiling beam and gather it up. A rope, a candle. Croft's knife, a walking stick. Okay. About 30 feet of thin but well-woven rope, rather roughly hacked at the end but otherwise serviceable enough. We prefer not to think about the use to which it was recently put. Beam. The bare ceiling beam from which Croft so recently hanged himself. Neck. The sad fact is you can't actually see your face. X. Pants, X, pockets. Crop's corpse lies in a hideous heap on the floor. Perhaps because of the cold decay has not yet set in, but it nevertheless seems the crop dead for at least a day or two. Pull body. We'd prefer not to handle the corpse any more than necessary. Immer noch keine Ahnung. Ich habe immer noch keinen Schlüssel oder sowas. This room at the top of a narrow staircase is a shamble. Okay. X. Staircase. A creaky amalgam of staircase and ladder that manages to be more awkward to climb than either. Filthy clothing. Clothing habe ich untersucht. Absolutely filthy. The putrefying remains of several meals. X meal. Aber ich hab doch schon Wachs. Rope, candle, Croft's knife, a walking stick, printwork, 5 penny, a rope, a candle hab ich, genau. Okay. You feel sure there is more yet to discover within John Crofts house. Also es gibt noch was, was ich zu entdecken habe, meine ich. Aber was? Jede Menge Papier gefunden. Crofts house is typically enough. Consisting of two large rooms simply stacked on top of one another, connected by a narrow staircase. This bottom floor seems hardly inhabited at all, being completely unsullied and with hardly a stick of furniture present. Even the herd looks as if it has never seen a fire. In addition to the stairs leading up, you could exit through the door north and south. Okay. X window. I need to know what you're referring to. Okay. X door. X front door. The front door to Croft's house is already closed. It's already back to Croft's house. It's already closed. And there's nothing about the next door by here. X floor. You don't need to know that it's special. Croft's house is not the best place to be. It's not the best place to be. It's not the best place to be. Ich hab alles untersucht, glaube ich. Ich hab alles gelesen. Dann. Croft's house is typically enough, consisting of two large rooms simply stacked on top of one another, connected by narrow staircases. Ich bin leicht verzweifelt. Was will das Spiel von mir? Wenn ich jetzt think, you feel sure there is more yet to discover within John Crofts house. Ja, zum Beispiel Schlüssel. Oder einen Schlüsseltipp mir schon reichen. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt gerade noch kommen sollte. Oben habe ich alles untersucht. Ich habe das Essen untersucht. Ich habe die Klamotten untersucht. Ich habe das Bett untersucht. Habe unter dem Bett sogar was gefunden. Beim Essen was gefunden. Und auch bei den Klamotten was gefunden. Immer entsprechend Notizen. Ich habe den Body, also den Leichnam von der Decke geschnitten. Habe dafür das Messer verwendet, das ich beim Essen gefunden habe. Und habe mir dann das Seil eingesteckt. Der mit dem Körper selber will ich nichts mehr machen. Und als der Körper runtergefallen ist, hat er eine Flasche weggeschlagen, bei der noch eine Kerze, eine unabgebrannte war. Die habe ich mir genommen. Mehr sehe ich gerade nicht, was ich da noch tun könnte. Aber
Irgendwas müsste noch mit diesem Sigil sein. Sigil. Gibt es da noch weitere Bedeutung? Siegel. Sigil. Painted above the narrow but deep and cold hearth is a crudely scrawled yellow sigil, quite unlike anything you have ever seen before. It is certainly not an English character, nor is it Latin or Greek. Open window. The window is already open. Leave. Window. Jump. Free. I only send you as far you want to jump. Jump. Vielleicht speichere ich mal lieber, bevor ich hier aus dem Fenster springe. Jump. Out of the window. I understand you as far as... Okay, leave. Room. I'm not sure what you are referring to. Exit. Please navigate, use compass direction instead. Okay, south, north. Okay, ich mache hier mal Schluss. Gespeichert habe ich ja gerade schon. Ich muss mal überlegen, vielleicht kommt mir noch eine Idee. Dann hänge ich das an diese Episode mit dran. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Episode. Vielleicht habe ich noch einen Hinweis. Also wenn wir jetzt über Nacht nicht irgendwie was kommt, dann höre ich mir wahrscheinlich die Episode von Chris und Gunnar an. Mal gucken, was die noch so rausgefunden haben. Alles klar. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.